Dann haben wir das auch. Ah, das war die Schnellreise, die viel zitierte. Ja, dann kann ich jetzt tatsächlich mit der Hauptmission fortfahren. Erinnerungsbeginn ist ja, glaube ich, sowieso auf der Minikarte einge... Ja. Ich könnte mir denken, das wird jetzt ein bisschen größer und aufwendiger, die ganze Geschichte. So, weg. Und auf einmal sind noch alle Steckbriefe verschwunden, seht ihr? So schnell geht das. Oh, wir können doch mal hier gerade ins Hauptquartier nochmal ein paar Schiffe lossenden. Ich meine, das Geld habe ich jetzt nicht so unbedingt nötig, aber... Ich bin auch mit mir am Hadern. Soll ich gleich eine Latte Macchiato trinken oder einfach einen Kakao? Ich bin echt noch im Überlegen. Ich kann auch von hier oben auch rein, oder nicht? Oder habe ich das geträumt? Ich zuck meinen Oberarm, das gibt's so alles nicht. Aber liegen geht doch immer an. Ich möchte... Danke. Okay, ich habe es geträumt, dass ich von oben rein kann. Alter. Ich möchte einfach nur meine Schiffe aussenden, da möchte ich gar nicht. Ich habe jetzt auch angefangen mit dem Spiel Little Hope. Das ist ja dann quasi der zweite Teil der Dark Pictures. Dark Pictures? Nennen die sich so, die Reihe? Also wo es jetzt House of Ashes noch rauskam. Ist ja vom Prinzip dasselbe Prinzip wie bei Until Dawn. Until Dawn war ja wirklich ein super Spiel, also finde ich immer noch nach wie vor cool. Ich habe immer noch zwischendurch Bock da drauf. Habe ich übrigens jetzt played, für die, die es nicht wissen. Dann gab es ja House of Medan. Und das war ja okay. Hat nur genervt, weil ich für die Platin irgendwie gefühlt 8-mal durchspielen musste. Also muss ich mal gucken, wie das nochmal funktioniert. Ich habe es lange nicht mehr gemacht. Was ist das hier? Veracruz. Schiffsliste. Jupiter. Auswählen. Schiff kaufen. 8000, eine Barke, was gibt's noch? Brigantine, Galeone, Schoner. Okay, die haben verschiedene Geschwindigkeiten und verschiedene Frachtraumgrößen. Die Brigantine, komm, die gönn ich mir jetzt. Ja, möchte ich. Saint Christopher. Okay, so. Waren kaufen. Früchte. Maximum. So. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Wie bei Assassin's Creed 3, da hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich wusste, was ich überhaupt tue. Schiff entsenden. Okay. New Orleans, 270, 30%. Und da ist ein Hurricane. Okay, der verkauft das und benötigt das. Und der benötigt das und verkauft das. So, da ich Früchte besitze. Und beide wollen Früchte anscheinend. Ich weiß nicht mehr, wie das Symbol für Früchte aussieht. Aber ich denke, das Symbol für Früchte ist das, was ich... Ah, es wird auch gerade angezeigt, genau. Also 220 bekomme ich hier, 250 bekomme ich da. Alles klärchen. Dann möchtest du das Schiff San Christopher von Veracruz nach Havanna schicken? Ja. Okay, 30% Sturmwahrscheinlichkeit, 10% Hurricane-Wahrscheinlichkeit. Okay. Krass. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form relevant ist. Also ich glaube, für Trophäen ist es, meine ich, nicht relevant. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Müsste ich halt nochmal mich noch mit einlesen. Aber... Ja, kohletechnisch glaube ich, werden wir wieder nicht davon irgendwie abhängig sein. Interagieren, danke.
Wieso hat mein Aufnahmeprogramm hier gerade angezeigt, wie viel Festplattenspeicher ich noch habe? Und jetzt zeigt es mir nicht mehr an. Da schrillen wieder die Alarmglocken bei mir. Also ich habe 330 GB frei, also ich meine... Das sollte eigentlich erstmal ausreichen für 20 Minuten Video. Ich muss noch da oben. Aber ich mache jetzt noch, glaube ich, den Part hier, dann höre ich auch wieder auf. Weil ich muss sagen, auch wenn mir das Spiel sehr gut gefällt, aber ich kann irgendwie... Ich hab ja in letzter Zeit bei den Far Cry 3 Videos, habe ich Aufnahmesessions gemacht, die gingen ja teilweise 3 Stunden. Und hier ist es aber so, ich habe bisher, das ist jetzt meine 4. Aufnahmesession, die ich mache. Und ich habe bei den ersten 3 Aufnahmesessions jeweils immer nur 4 Parts gemacht. Also sprich 1 Stunde 20 ungefähr. Sagen wir 1,5 Stunden, wenn es hochkommt. Und das wird jetzt auch wieder so sein heute. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann Liberation nicht so lange spielen wie Far Cry 3 beispielsweise. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, woran das liegt. Nicht so lange am Stück. Meine Schülerin, du hast sicher das Chaos bemerkt, das die Rebellen anrichten. Ich habe schon einen Plan, doch wir müssen uns beeilen. Um neue Befehle zu erhalten, komm zum Friedhof, meinem letzten sicheren Versteck in der Stadt. Spute dich. Mit Agathe sprechen. Kann ich hier rein? Ja. Warte mal. Wieso ist das so komisch? Aber ach, waren wir noch nicht da? Ach so. Ja, okay. Jetzt könnt ihr wieder euren Kopf ein bisschen in Mitleidenschaft ziehen. Denn ich dachte... Ich habe wirklich gedacht, das wäre einfach Wasser hier. Und habe gedacht, okay, da, die tun sie alle irgendwie im Wasser. Und das wäre einfach so eine kleine Insel. Also ich habe nicht drauf, aber ich habe auch nicht richtig rangezoomt. Das ist einfach noch unerforschtes Gelände in New Orleans, okay. Aber es kann natürlich auch sein, weil es halt so unerforscht ist alles, dass es einfach nur ein Gebiet ist, wo ich vorher noch nicht hin konnte. Weil Assassin's Creed hat ja schon immer diese Barrieren quasi gehabt, die dir angezeigt haben, okay, du darfst dieses Gebiet noch nicht betreten. Das war ganz schlimm, vor allem in Assassin's Creed Brotherhood, wenn man im Umland da unterwegs war und auf einmal einfach nicht weiter konnte, weil da einfach so eine Kackbarriere war. Man wollte einfach nur so einen kurzen Schlenker machen, wegen einer Truhe oder so. Naja. Bin ich jetzt bescheuert? Warte mal. Wow, okay. Ich habe gerade echt an meinem Verstand und an mir selbst einfach gezweifelt. Aber cool, dass wir jetzt nochmal hier ein neues Gebiet jetzt haben. Krass, 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 krass. Und da ist noch eine Truhe, seht ihr? Und noch eine Truhe dahinter. Oh, ja, geil, jetzt können wir noch ein paar Sachen hier sammeln. Ach, wir müssen noch da oben, okay. Oh, der Hund. Warte, warte. So. Perfekt. Noch eine Tagebuchseite. Ich finde es übrigens krass, an den Templar-Assassin gerichtet, dass du noch nicht Odyssey gespielt hast. Weil du hast mir das letztens in einem Kommentar geschrieben. Spätestens, wenn ich irgendwann Odyssey Let's Playen sollte. Ich habe letztens, ja, also deswegen hast du ja wahrscheinlich auch geschrieben, habe erwähnt, dass ich da doch überlege, das mal zu machen. Hast ja geschrieben, dass du spätestens dann das auch mal scheiße spielen wirst. Das krass, wundert mich. Gut, ich denke mal, also ist nur eine Vermutung von mir, weil es ja nicht mehr so viel mit Assassin's Creed zu tun hat. Also, ich kann so viel... Ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist. Also bei Origins
Da ist der Name noch Programm. Also, am Ende gibt es eine Auflösung. Also, es ist nicht, du weißt es ja, aber ist dann alle anderen Zuschauer. Es gibt eine Auflösung. Und da sieht man, ah, okay, so ist also die Bruderschaft, ne, der Assassinen entstanden. Ist auch ein ziemlicher Gänsehaut-Moment. Ich sag nur Stichwort Strand. War das am Strand? Mit dem Adlerkopf, der in den Sand fällt und ein Symbol, was dadurch quasi entsteht. Ja. Und bei Odyssey, ja, ist es wirklich so, dass ich mich, ich habe ja, glaube ich, 130, 160, weiß ich, wie viele Stunden ich gespielt habe, bis ich alles hatte mit allen DLCs etc. Also viel, viel zu lang. Also die Größe einfach viel zu groß. Und da ist es wirklich so, dass man sich die ganze Zeit fragt, okay, ja schön, aber was hat das mit Assassin's Creed zu tun? Es gibt dann irgendwann tatsächlich eine Parallele dazu, beziehungsweise auch eine sehr interessante Auflösung, auch da nicht mehr Gänsehaut. Aber ob die jetzt jeden zufriedenstellt, weiß ich nicht. Also ob man dafür 160 Stunden spielen muss, das ist die andere Frage. So, Agathe. Aveline, man sieht dich immer seltener im Bayou. Bin ich dir nicht mehr nützlich? Ich kam sofort, als ich deine Nachricht erhielt. Ich hatte einen Albtraum. Ich träumte, dass du... Nein. Vergiss es. Erfreust du deinen alten Mentor mit einem Loyalitätsbeweis? Agathe, ich muss dir nichts beweisen. Ich bin loyal. Was brauchst du? Ich weiß nicht, was du und Monsieur Blanc gemeinsam planen. Doch eins steht fest, durch das ganze Chaos und die Aufstände bist du Joa dazu gezwungen, Friedensverhandlungen zu führen und La Balise zu verlassen. Das ist unsere Chance. Wenn der Entführer stirbt und alles wieder sicher ist, ist meine Mission beendet. Ich werde Frieden finden. Dem Gouverneur steht nur ein einziger Weg offen. Alle anderen sind blockiert oder brennen. Lege einen Hinterhalt und schlage zu im rechten Moment. Finde ihn und töte ihn. Jawohl. Ja. Jawohl, ja. So. Ort des Hinterhalts untersuchen. Ah gut, ist relativ nah dran. Und gut, mit Valhalla habe ich auch noch gar nichts am Hut gehabt. Also Valhalla habe ich noch keine Anstalten bisher gemacht, mich auch nur annähernd dafür zu interessieren, es eventuell mir zu holen. Ist zwar jetzt auch wieder im Sale, im PSN Store, aber erstens ist mir persönlich das noch viel zu teuer und zweitens, ich habe da auch absolut überhaupt keinen, Stand jetzt, überhaupt keinen Bock drauf. Alles da für einen Hinterhalt. Hinterhalt in unter 4 Minuten legen. Ohne entdeckt zu werden. Ah, willkommen in meiner Welt. Bedauerlich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Typ da sich befindet. Okay. Also bleibe ich am Blastrohr. Ist mir eigentlich zuwider, genau wie bei Far Cry 3, dass ich nur am Snipern bin. Das mag ich halt überhaupt nicht. Ich sehe gerade mal eine Pflanze, ist verdammt groß geworden. Krass. Okay, also. Fangen wir wieder mit dir an. So. Dann befindet sich hier vorne einer, der jetzt um die Ecke kommt. Sieh an, sieh an. Deswegen war das so komisch. So, dich kann ich jetzt trotzdem killen. Okay. So. Du kommst jetzt um die Ecke. Das ist unglücklich. Kurz was renovieren in der Zeit.
So viel Zeit muss dann doch noch sein. Oh, alle Umkleideklammer. Wow, okay. Das ging relativ zügig. So, das müssen wir mal aufpassen, weil der könnte uns relativ schnell entdecken, der gute Herr. Na gut. Er hat uns nicht entdeckt. Er hat uns angeguckt, aber nicht entdeckt. Wie der Denzel Washington bei Training Day gesagt hat. Wie hat er gesagt? Aber du hörst mich zwar, du hörst nicht zu oder irgend sowas. Also ich kenne wohl, du hörst mich, aber du verstehst mich nicht. Das kenne ich wohl, aber ich weiß nicht, was er gesagt. Du hörst mich, aber du hörst nicht zu. Ich glaube, das hat er gesagt. Bin mal nicht mehr sicher, schon länger her, wo ich den Film gesehen habe. Aber auf jeden Fall ein Film, der mich sehr geprägt hat damals. Als Teenie. Und Denzel Washington hat, glaube ich, seinen ersten Oscar dafür bekommen. Beziehungsweise erste Oscar als Hauptrolle. Männliche Hauptrolle. Und Ethan Hawke spielt eine Nebenrolle bei Training Day und den mag ich ja total. Also Ethan Hawke bin ich absoluter... Also nicht Fan, das ist übertrieben, aber ich sehe Ethan Hawke unglaublich gerne. Sicherstellen, dass er kommt in den Hinterhalt gerät. Also von der Anzahl der Gegner her könnte es wirklich sein, dass ich gleich Gelegenheit habe, diese Trophäe zu holen. Weil ich meine, wir haben noch die Zuckerrohrmachete als Waffe. Nein, Abelin, mach keinen Scheiß. Nein, nicht pfeifen, interagieren. Alter! So. Schnell zur nächsten Kreuzung. So, auch nicht auffällig, was ich hier mache gerade. Sicheren Aussichtspunkt der nächsten Platzes suchen. So, haben wir alles bravourös gemeistert hier. Wir sind gefangen! Wir kommen nicht raus! So, Pistole. Rauchbombe. Ja, das ist eine ganz dumme Frage, Leute. Habe ich keine Pistole? Wieso habe ich keine Pistole? Ich wollte eigentlich die Aufnahme jetzt gleich beenden, Mann. Jetzt muss ich eine Pistole kaufen. Wo ist denn hier eine Waffengeschäft? Ach.
Ja, okay, alles klar. Ich bin ja ein Sklave, deswegen habe ich keine Pistole. Ergibt Sinn, ergibt Sinn. Ich darf jetzt nur nicht entdeckt werden von denen. Moment. Willst du mich verarschen? Wieso habe ich das Ziel verloren? Die stehen doch alle da. Och, Kinders.